Positives Fazit von Polizeipräsidentin Slowik zum 1. Mai. Grünen-Politikerin bedrängt. Demonstranten blockieren Auto von Göring-Eckardt. Und Maximilian Krah fordert Ex-Mitarbeiter zum AfD-Austritt auf. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin-Nachrichten am Donnerstag, den 2. Mai. Die Berliner Polizei bewertet den Verlauf der Mai-Demonstrationen positiv. Bis auf wenige Ausnahmen sei es außerordentlich friedlich geblieben, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Donnerstag dem RBB. Es haben in 30 Versammlungen insgesamt 55.000 Menschen wirklich überwiegend friedlich und ohne Straftaten ihre Meinung auf die Straße gebracht, die einen sehr laut, sehr radikal und sehr aggressiv, andere dagegen eher mit Happening-Charakter. Nach einer Störaktion gegen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor weiteren Angriffen auf Politikerinnen und Politiker gewarnt. Solche Einschüchterungsversuche haben nichts mehr mit demokratischem Protest zu tun, schrieb Faeser am Donnerstag in der Plattform X. Wir sollten nie vergessen, wo politische Aggression hinführen kann. Der zunehmenden Verrohung müssen sich alle Demokraten entgegenstellen. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, hat seinen wegen mutmaßlicher Spionage für China festgenommenen Mitarbeiter Zhang Ge zum Verlassen der Partei aufgefordert. Ge müsse umgehend aus der AfD austreten, um weiteren Schaden abzuwenden, sagte Krah in der Welt. Tut er das nicht, ist ein Parteiausschlussverfahren unvermeidlich. Der Tarifkonflikt bei der Postbank ist nach knapp 3 Monaten gelöst. Die Gewerkschaften und Arbeitgeber einigten sich auf Gehaltserhöhungen in 2 Stufen sowie einen bis Ende 2027 verlängerten Kündigungsschutz. Das teilten Verdi und die Deutsche Bank mit. Immer mehr Betroffene wenden sich an das Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch. In den vergangenen 10 Jahren habe es 50.000 Beratungsgespräche gegeben, sagte die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, im ZDF. Die Tendenz ist steigend. Jeden Monat gebe es 500 telefonische Beratungen sowie 250 bis 300 übers Internet. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind laut den Erstergebnissen von EU-SILG 2022 15,4% der Frauen und 13,9% der Männer in Deutschland ab einem Alter von 65 Jahren armutsgefährdet. Ab 75 Jahren vergrößert sich der Unterschied. Hier liegt der prozentuale Anteil bei den Frauen bei 20,6%. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr so wenige Kinder geboren wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Rund 693.000 Babys kamen zur Welt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Geburten sank damit auf den niedrigsten Stand seit 2013. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Freitag gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen, bei einer Tiefsttemperatur von 15 Grad. Der Freitag zeigt sich bewölkt, bei einer Höchsttemperatur von 21 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.